Ja, einen wunderschönen guten Tag zum heutigen Replay mit dem Charioteer. Und das Ganze hat der Kaito001 eingesandt auf der Karte Windsturm. Vielen lieben Dank dafür. Und schön, heute wieder mal ein Low-Tier-Gefecht zu sehen, denn er ist mit seinem Achter in ein 9er 10er-Gefecht gerutscht. Ja, da schauen wir doch mal, was er damit anstellen kann. Charioteer, natürlich ein Panzer, den man gar nicht so oft sieht. Bisschen verkannt vielleicht vom einen oder anderen. Deswegen gehen wir doch mal ganz kurz auf den Schaden an. 390 und 268 Durchschlag und Premium bzw. die Hash-Granate in dem Fall hat dann 210 Durchschlag, aber 480 Schaden. Also da ist dann nochmal ein bisschen mehr Bums dahinter, sofern man die braucht. Er fährt hier das Ganze mit Scherenfernrohr und ein bisschen was zum Essen und Trinken ist auch am Start, wie man hier unten sieht. Und jetzt schauen wir mal, was er da so imstande ist zu leisten. Jetzt hat er erstmal geschaut, ob er da von der Mitte Richtung Norden halten kann. Aber da hat sich erstmal kein Gegner gezeigt. Deswegen orientiert er sich da jetzt nochmal ein bisschen um. Fährt jetzt scheinbar da in die Stadt rüber. Mal schauen, was er da so finden wird. Ah nee, er nimmt hier den Hügel jetzt ein und im Fall da dann dementsprechend runterschießen. Die ersten 2 Minuten sind im Prinzip vergangen, ohne dass er jetzt irgendwie was machen konnte. Mal schauen, ob er jetzt hier in dieser Straße da ein bisschen was bekommt. Ich kann euch verraten, es wird Schaden in der Runde geben. Und das ist eigentlich nicht zu knapp. Da bin ich aber gespannt, wie er das jetzt schaffen will, weil so lang ist die Runde eigentlich gar nicht. Also da sind wir mal jetzt gespannt, wo und wie da jetzt der Schaden daherkommt. Dahinter ihm jetzt da der 110er, den er da ein bisschen im Blick hat, aber auch noch nicht nah genug hochgekommen. So, jetzt vielleicht der WZ, aber auch der will ihm es da noch nicht vergönnen, dass er auf Schaden kommt in der Runde. Hinter ihm jetzt der 110er, aber auch der ist noch hinterhalb der Häuserkette. Keine Chance, da irgendwo was anzubringen. Ja, langsam glaube ich, wird er ungeduldig. Jetzt der EN100 und da kommt der erste Damage endlich rein für ihn. Und dem will er jetzt wohl scheinbar ein bisschen farmen. Zweiter Schuss, zweiter Hit. Ja, und den EN100, den hat er jetzt hier dank Kettenschaden auch nochmal komplett für sich so gesehen bekommen. So, und jetzt da der T10. Da unterstützt er sein Team da unten. Da der 110er und der T10, die da beide rumdrücken wollten. Jetzt hat der T10 da scheinbar so ein bisschen Probleme. Denkt sich so, hoppala, was schießt denn da auf mich? Wollte er den Rückzug antreten, aber es lässt er gar nicht erst zu. Jetzt brennt der 110er da ordentlich und zack, weg ist er. Ja, und jetzt kommt er langsam mal wenigstens auf Damage. 2340, gefühlt in ja, einer Minute gemacht, fleißig. So, da hat er zwar eine Schelle vom Löwen bekommen, aber gibt er sofort zurück. Sagt, hier Junge, da kriegst du mal meine. Und der Löwe wurde jetzt da vom Panzerkampfwagen 7 zerstört. Und jetzt geht's weiter an die Front. Jetzt denkt er sich, Junge, jetzt will ich Schaden noch haben. Ich bin heiß. So, der EN100 hat da kurz mal hervorgelugt. Die Schelle will man natürlich nicht haben. 716 Hitpoints hat er noch. Und so ein EN100, der macht es weg. Das ist gar kein Problem für den. Jetzt will er den da ein bisschen umfahren. Muss aber aufpassen. 1390. Aber der ist hinterhalb des Gebäudes. So, jetzt kann er da von hinten
Schön an den R100 ran. Einfach mal eins ins Popöchen rein. Der R100 hat jetzt Probleme nach allen Seiten. Dementsprechend kann er da noch mal eine geben. Schön aufs Laufrad vorne drauf. Jetzt haut er da aber ab, weil er genau weiß, jo, der R100 könnte vielleicht ein bisschen sauer sein. Wie so eine Biene, nach der man schlägt mehrmals. Er spielt es sehr gut mit Köpfchen. Sehr clever, sehr überlegt. Guckt immer. Kein unüberlegter Schuss und wieder aufs Laufrad, wieder die Kette. Und jetzt weiß er, da kriegt er noch eine raus, bevor der R100 überhaupt schießen kann. Deswegen gleich nochmal fürs Laufrad gehen und zack, jetzt zurück. Macht er clever. Macht er ganz clever, ohne Frage. So, R100 dreht den Turm wieder weg, wieder seine Chance. Zack, wieder aufs Laufrad und wieder zurück. So macht man das, wenn man es überlegt spielt. Und jetzt hat er ihn auch abgefahren. Zweiter Kill, 5300 Damage und da sieht man mal, wie schnell es gehen kann in dem Spiel. 3 Minuten gar nicht im Spiel präsent gewesen und plötzlich nach weiteren, sagen wir mal, 3 Minuten ist er auf einmal hier vom Schaden, aber King of Kotlet. Der Rheinmetall und die Arti jetzt die letzten verbleibenden Gegner. Also, der Drops ist aber sowas von gelutscht. Und er sucht jetzt die Arti. Den Rheinmetall wird schon jemand machen, aber er will die Arti haben. Da oben ist er auch schon. War fast zu erwarten. Schön hier mit Hash direkt draufgeballert, deswegen auch eine satte Kelle für 480 Schaden. Arti denkt sich, hoppala, ich bin weg. Macht den Roadrunner. So, der Rheinmetall hat jetzt aber ihn noch haben wollen. Da hat er gut mitgedacht, dass er nicht so kopflos hinterhergelaufen ist. Und dementsprechend 5799 Schaden und das in 6 Minuten 45, wo er überhaupt ganz grob, würde ich sagen, 3 Minuten oder sagen wir mal 4 Spielzeit hatte. Sehr schöne Runde, sehr nice gemacht und ein Panzer, den man eben nicht so häufig sieht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.